Arabier das so. Wir waren stark, beziehungsweise hatten das Gefühl, stark zu sein und etwas bewirken zu können. Viele haben sich ja nicht getraut, nach Kreuzberg zu kommen. So, oh, zu den Six Boys, die sind ja gefährlich. Es ist die Straße, die ist rau, aber sie ist vor allen Dingen auch herzlich und sie kann ein Zuhause sein. Wir waren die Helden in unserem Viertel, aber woanders waren wir nicht willkommen. Das ist der Hof, wo es alles angefangen hat. Das ist unser Treffpunkt gewesen von 36 Boys. Wir haben uns alle in diesem Hof hier getroffen. Einige haben hier gewohnt. Ich heiße Muzaffa Tosun. Mich nennt man auf der Straße Muji Tosun. Ich bin 1975 geboren in Berlin und arbeite zurzeit in der Sicherheitsbranche. Ich bin hier aufgewachsen, in diesem Hof eigentlich. Und ja, wir haben da oben in der dritten Etage gewohnt, in der Zeit 1980. Und hier hat das alles angefangen mit 36 Boys. Gang heißt ja nicht immer brutal oder Dings. Der Zusammenhalt war für uns sehr wichtig und das war immer da. Und das ist, wir waren wie eine Familie. Deswegen wollten auch viele zu uns gehören. Oh, die haben geguckt, Mann, die halten ja zusammen, die sind ja richtig cool. Da hast du wirklich wahre Freunde gehabt. Freunde, Freunde, wirklich. Ich heiße Nijo Çelik, bin 51, bin in Berlin-Kreuzberg geboren und bin Theater- und Filmemacher. Das fing ja alles in den 80er Jahren an. Ich war 15, 16. Es war eine sehr bedrückende Zeit, wenn man so zurückschaut. Es war sehr dunkel. Wir haben in einer Viertel gewohnt, wo sozusagen quasi Endstation war. Also im Grunde bin ich sehr dicht an der Mauer am Marianplatz aufgewachsen. Ja, die Muskauer Straße 31. Das ist der Ort, wo meine Kindheitserinnerungen beginnen. Und interessant war das zu der Zeit, dass das ganze Haus leer war. Nur, also so sind meine Erinnerungen. Und in einer Wohnung, das war hier im ersten Stock, das haben wir bewohnt. Und jetzt ist es natürlich eine unglaublich teure Straße geworden. Jetzt kann man hier kaum Wohnungen bekommen oder bezahlen. Unsere Eltern haben gearbeitet und hatten den Plan, wie jeder Gastarbeiter wieder zurückzufahren. Das ist daraus nichts geworden, weil sie diesen Plan ohne uns gemacht haben. Wir wurden älter, wir hatten andere Pläne. Wir sind in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen und haben dann gesagt, nee, wir machen andere Dinge. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man ja keine Notiz von uns genommen. So. Wir waren ja, wie gesagt, Kreuzberger Kinder, so. Wir waren Kinder von Gastarbeitern. Es war auch nicht geplant, dass wir in der Gesellschaft auftauchen und uns bemerkbar machen. Das war die erste Generation von Migranten, die gesagt hat, hey Leute, wir sind auch noch da und so wie es aussieht, werden wir hier auch bleiben. So, am besten, ihr freundet euch damit an. Ich bin Chanel, 48 Jahre alt, komme aus Kreuzberg und bin Graffiti-Sprüher und nebenher betreue ich Jugendliche. Die 36 taucht immer in meinen Bildern immer wieder auf. Es ist die alte Postleitzahl von Kreuzberg und steht auch für den Abschnitt so. Und das ist für mich Heimat. Auch die Berliner Skyline, die arbeite ich immer wieder in meine Bilder ein. So. Die benutze ich auch sehr oft. So. Das ist halt so eines meiner Markenzeichen. So. Einfach damit jeder weiß, wo wir herkommen, wer wir sind. Du warst Teil einer Familie, Teil einer Gemeinschaft, die wirklich in jeder Lebenslage da ist für dich. So, egal was ist, selbst in den extremsten Situationen, wir waren für uns da, füreinander da. Wenn es dir an Geld gefehlt hat oder wenn du mal alleine auf dich gestellt warst, und wir hatten ja einige Freunde so,
Dann sind wir losgezogen, haben Geld besorgt und haben dir deinen Kühlschrank voll gemacht. Geklaut und getan haben wir alle. Wir hatten Bedürfnisse, Mittel waren Dings, so. Aber wir haben uns unsere Sachen schon irgendwie besorgt, auch Sprühdosen zum Beispiel unter anderem. Aber was komplett verboten war, was ein No-Go war, zum Beispiel ältere Menschen zu überfallen oder von älteren ihre, Damen oder Herren so die Handtaschen zu stehlen oder sowas. Also ältere zu bestehlen war verboten. Ich bin Tim Raue, 49 Jahre alt, Koch und Unternehmer. Ich würde gar nicht sagen, dass ich Deutscher bin, sondern als allererstes Berliner. Und das muss ich dann sogar noch mal spezifizieren, Kreuzberger. Ich bin hier groß geworden. Und da kommen wir jetzt dazu, wie sich die Wege von mir und den 36 Boys getroffen haben. Ich habe einen Vater gehabt, der mich zwischen 9 und 13 miserabelst verprügelt hat für nichts, nur aus Frust. Und ich habe nichts Böses gemacht. Ich war ein lieber, wohlerzogener Junge, der gerne in die Schule gegangen ist, der fleißig war, der gute Noten hatte, Einsen und Zweien. Und diese Demütigung, die ich durch meinen Vater erlebt habe, die hat eine Aggression in mir geschürt. Die hat ein schwarzes Kernkraftwerk des Hasses tief in mir drinnen ausgelöst. Das, wo ich dann mit 14 irgendwann mal wieder zwischen hin und her hier gelandet bin, kein Opfer sein wollte, auf gar keinen Fall. Und auf der Straße gab es dann eben meine späteren Freunde, Jugendliche, die eben auch gedemütigt wurden von diesem Staat, die nicht akzeptiert wurden, die nicht integriert wurden, denen nicht zugehört wurde. Und dann habe ich einfach angefangen, am Kotti abzuhängen mit denen. Um aber Teil des Ganzen zu werden, musste man ein Aufnahmeritual absolvieren. Das ich bis heute unter dem Auge trage, denn es war so, dass man gegen zwei andere angetreten ist und 3 Minuten gegen die bestehen sollte. Hier vorne hat sich Tim bewiesen, dass er zu 36 Boys gehört, in diesen Rasen hier. Und ja, hat er sich hier tapfer geschlagen, sage ich mal. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich selber nie geprügelt hat. Da fährt die Zeit runter Richtung Zeitlupe. Das Adrenalin schießt durch den Körper. Und der Fluchtreflex sagt dir eigentlich, renn. Du darfst aber nicht rennen, weil dann lässt du die anderen im Stich. Und dann geht es darum, dabei zu bleiben. Tim hat es geschafft. Und ja, er gehört zur Familie. Ich habe mit meiner Mutter da oben gewohnt, im allerobersten Stockwerk. Und das Haus war nicht annähernd so hübsch, wie es jetzt ist. Das Verhältnis mit meiner Mutter war geprägt von natürlich auch nicht wirklichem Verstehen. Meine Mutter hatte ihre eigenen Probleme, hat teilweise in ihrer eigenen Welt gelebt. Ich habe in Erinnerung, sie war viel krank, viel getrunken, viel geraucht. Es gab wenig zu essen, sie konnte nicht kochen. Ich war immer hungrig, ich hatte immer Hunger. Und das, was mich am meisten geprägt hat in meiner Jugend und in meiner Kindheit, war, dass die Eltern meiner türkischen Freunde, die wirklich wenig hatten, die haben mich dann zum Essen eingeladen. Die haben, obwohl sie 5, 6, 7 Kinder hatten, mich noch an ihrem Tisch Platz nehmen lassen, haben die Arme ausgebreitet, haben die Türen für mich geöffnet. Und das hat mich geprägt, weil das ist das, was Kreuzberg ist, miteinander. Selbst wenn du wenig hast, teilst du. Acımaz, aman vermez, sesin solun çıkmaz, yok. Boşlukta kalırsın, çığlığın kapat, boşlukta alo, alo. Ne iş amcaoğlu, bir haber, bin haberin gelsin ya. Bir çayın bile bin yıl hatırı varmış derler, bak ayıp ediyorsun ha. Canını sıkma, bakma, alçak gönüllü ol, iyice alçak. Bence her şey apaçık, ortada hiçbir şey kalmadı ki saklayacak. Yıllardır getudayın, yıllardır gangsterin, alemin batak. Çoğu zaman çarşaf dayanmaz, terle karışık, kirlidir yatak. Atak sağdan gelir ya da soldan, ayrı ayrı koldan. Hiçbir komşunun tavuğuna kış demedik ki, çıkmış olsak da yoldan. Sayfalar karanlık. Das ist das ehemalige A6. Hier haben wir uns halt früher mit der Antifa-Gangstätte getroffen, um uns halt gegen die zunehmenden Fremdenfeindlichkeiten, Übergriffe zu mobilisieren und ein bisschen was dagegen zu setzen. Wir hatten Ideale, der Raum hatte eine Philosophie, weißt du so. Wir wollten die Welt verändern, schöner machen.
Und hier ist sozusagen auch der Widerstand gegen die Nazis entstanden, so der migrantische Widerstand. So. Nach der Maueröffnung und Meldungen von rechtsradikalen Übergriffen in Ostdeutschland haben viele Ausländer Angst. Die ausländischen Jugendgangs haben ihre Antwort auf die Bedrohung gefunden. Sie haben eine unsichtbare Mauer errichtet, zum Beispiel in Kreuzberg. Sagen wir mal hier vom ehemaligen Osten, ne? Kommt irgend so ein Idiot an und sagt zu mir, ich soll in meine Heimat gehen. Na verdammte Scheiße, wo ist denn meine Heimat? Ich bin doch hier aufgewachsen und so. Meine Eltern haben doch hier für Steuern gezahlt. Und eigentlich ist er der Fremde hier, weißt du? Adalbertstraße Ost, Treffpunkt rechtsgerichteter deutscher Jugendgruppen. Adalbertstraße West, Heimat von Türkengangs, die ihren Kiez gen Osten verteidigen. Kommen die auch manchmal hier rüber nach Kreuzberg in Westen? Nein, ich schätze nicht. Warum nicht? Na, das wäre nicht so gesund für die Gesundheit, weißt du? Für die Skinheads und für die Nazis war das eine Mutprobe, wenn die mit dem U-Bahn, die sind rangefahren, unten in der U8, sind ausgestiegen, haben einen Zug abgewartet und sind dann wieder abgefahren. Das war deren Mutprobe und wir haben versucht, die immer dazwischen abzufangen. So. Ja, wir haben auch ein paar erwischt. Ja. Auf diesem Foto ist, wo wir eine Trainingseinheit für die Straße gemacht haben. Das war in der Garage Reichelt. Da haben wir Hälfte-Hälfte, 5-5 oder 6-6, in dem sprechen, wie viel wir da waren, gekämpft, ja, und eben trainierten, falls man Skinhead über den Weg kommt oder eine von der rechten Szene oder wie wir uns dann eben verteidigen. Wir haben auch Gaswaffen gehabt, ja, wir waren nicht volljährig, aber haben wir gehabt. Meistens Messer und Knüppel. Also nicht Spitzbohrschläge, aber so kleine Knüppels. Die rechte Szene war ja extrem damals. Ne? Das war nur Eigenschutz. Die nennen sich Fighters, Giants, 36 Boys, Black Panther, Junkie Girls oder Criminal Angels. Sie lieben Hip-Hop-Music, Breakdance und sind nicht nur harmlos. Görlitzer Ufer in SO36, das Revier der 36 Boys. Wir haben uns zusammengefunden, weil wir auch die meisten nicht Angst, aber man kann auch sich auf die Straße nicht mehr trauen mit guten Klamotten, weil es gibt andere Gruppen, die ziehen ab. Wenn er abgezogen ist, so, zieh mal die Jacke aus, Dankeschön. So nach dem Motto. Damals war es, wenn ich jetzt heute darüber lache ich, klar, für denjenigen, der hat Angst, der hat die Jacke übergeben, die Jacke konnten wir uns leider nicht leisten. Zu dem Zeitpunkt wurden wir als kriminell und gewalttätig wahrgenommen. Und ja. Wir waren ja auch etwas, was so nicht geplant war. Also, wie sagt man so, selbstbewusst und versucht, seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und zu behaupten, das wollte man nicht. Und das war auch nicht gewünscht. Die Hauptreaktionen waren eher, glaube ich, Furcht und aus der Furcht heraus auch dann irgendwann auch Respekt. Es wurde wirklich derart so kriminalisiert, als wären die Leute Terroristen, ja, oder also in Kategorien, die wir heute jetzt kennen. Und damals waren das nur Jugendliche, ja, und die missgebaut haben, klar, selbstverständlich. Sie sind die Stars im Kiez. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Sie sprayen Graffitis. Das kostet ja auch viel Geld mit den Spraydosen. Wo kriegt er denn die her? Na, meistens irgendwie ausleihen. Ausleihen? Ja. Oder für ihn ein Bitchquid? Was heißt ausleihen? Ausleihen. Ausleihen ist ausleihen. Wo ausleihen? Von Läden. Karstadt. Die schenken wir noch. Ja. Ziemlich nette Leute. Im Umfeld von Banden betätigen sich viele Jugendliche kreativ. Jugendliche im Stil New Yorker Disc-Jockeys und der Tänzer aus den amerikanischen Ghettos. Zu unserer Zeit bestand die Hip-Hop-Kultur aus 4-5 Elementen. So, das war das DJing, das Rappen, Beatboxing, Breakdance und auch Graffiti und so. Das war halt alles zusammen. Wir haben dann halt durch Hip-Hop irgendwie uns unsere eigene Identität und Kultur geschaffen. So. Und das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen.
die Hip-Hop-Kultur und auch die Rap-Kultur, die von den Schwarzen aus den USA kam, die waren dort diejenigen, die in der gesellschaftlichen Ordnung ganz unten waren. Und das war halt das Gefühl meiner türkischen Freunde hier. Denn sie wurden nicht integriert. Unser Land war viel zu bescheuert dafür. Ich bin Schmidti, komme aus Kreuzberg, geboren, aufgewachsen. Man kennt sich aus der Kindheit, Jugend. Die 36 Boys ist eine ältere Generation, also ich bin eher so aus dem Kreis der Juniors. Und ein Teil von denen war mein Freundeskreis und man hat halt zusammen rumgehangen und zusammen was gemacht oder einfach durch den Austausch hier in Nauninritze etc. auf den Jams. Die Nauninritze an sich ist halt ein Jugendfreizeitzentrum und die Nauninritze hat schon immer auch einen besonderen Rat zu den Jugendlichen in Kiez gehabt, würde ich sagen. Hat immer schon eine große Unterstützung geleistet, weil immer sehr gute Sozialarbeiter hier waren, auch früher, die die Jugendlichen auch so genommen haben, wie sie waren. Und die haben uns immer viel Raum gegeben, uns zu entfalten. Ich war damals ja auch so ein Straßenkind, will ich mal sagen, so ein kleiner Gangster und erst durch das Breaken und durch gewisse Personen, die ich dadurch kennengelernt habe, habe ich ein ganz anderes Mindset bekommen und auch einen Umgang mit meinem Umfeld. Also es ist nicht mehr so ein Tanz der Kriminellen. Wenn ich früher in den Trainingsraum gekommen bin, dann habe ich da 3 Monate Ausgang, 5 Monate Ausgang, 1 Jahr Bewährung gesehen. Und wenn ich heute in den Trainingsraum gehe, sehe ich da einen Doktor der Chemie, einen Doktor der Physik und einen Informatiker. Wir sind jetzt hier in der Nauninritze. Das war halt unser Treffpunkt, wo wir jeden Tag hier waren und wirklich fast den ganzen Tag auch hier verbracht haben. Sehr, sehr krasser Spot hier. Also das ist schon, was hier alles passiert ist. Wenn die Behörden sprechen könnten, dann die würden euch was erzählen. Schon echt heftig. Hier fanden die ersten Hip-Hop-Jams statt. Auch der türkische Rap hat seinen Ursprung hier, die ersten Gehversuche. Das Baby hat hier angefangen zu lernen, laufen. So. Und inzwischen ist es ein Riesending geworden. Das ist mein Geburtshaus, wo ich hier aufgewachsen bin. Wir hatten 7 Zimmer, war halt groß, wir waren ja auch eine große Familie. Aber ansonsten waren die Wohnungen halt schon ziemlich runtergekommen. Wir hatten außen WC, Ofenheizung und auch kein warmes Wasser. Und immer wenn wir baden wollten, war das eine Prozedur halt so. Wasser wurde manuell gewärmt, so. Meine Mutter hat das auf dem Herd warm gemacht. Und war immer so, dass der Erste immer zu heiß gebadet hat und der Letzte zu kalt. Ich bin in der Mitte, ich hatte Glück immer. Bei mir war das Wasser immer lau, warm. Nicht mehr ganz sauber, aber warm. Wir hatten nicht wirklich so diesen Bezug zu unseren Eltern, um dass wir hätten unsere Situation darstellen können. Zu Hause hatten wir eine andere Welt, eine andere Mentalität und auch eine komplett andere Zielsetzung für das Leben. So. Aber wir selber, wir waren ja in Deutschland aufgewachsen, sind zum Teil hier geboren und, weißt du, wir waren hier Heimische. Also, wir sind hier groß geworden, unsere Eltern nicht. So, und das waren schon 2 verschiedene Welten, die immer wieder miteinander kollidiert haben. So. Darum, wir haben uns unseren Eltern eher wenig geöffnet. So. Das heißt, wir mussten alles mit uns selber ausmachen. Wie steht ihr heute zueinander? Immer noch, nach wie vor. Nach wie vor ist immer noch eine Respektperson so. Der ist wirklich echter Kreuzberger. Nur mit deinem Segen. Dankeschön. Genk war wie meine Familie, muss ich ehrlich sagen. Also, ich sag das heute immer wieder.
wir waren mehr zusammen als unsere Familie selber zu Hause. Also wir waren wirklich nach der Schule den ganzen Tag nur zusammen. Ja, schönste Abenteuer, sag ich mal. Ja, wir waren eben die Kings. Es war unglaublich ein großes Vertrauen da. Es war unglaublich ein Schutz da. Wie gesagt, da, weil man in zwei Leben gelebt hat, eben das Zuhause und das Draußen, war das Draußen ein Stück weit viel, viel wichtiger, weil du mehr Zeit draußen verbracht hast. Manche haben übertrieben. Sie haben sich in diese Gangsache immer mehr ins Zeug gelegt und die dachten, das würde immer weiter so gehen. Und dann sind Sachen passiert natürlich, die sehr tragisch ausgegangen sind. Ja. Manche sind gestorben, manche haben sich so böse verletzt, dass sie die Namen heutzutage noch tragen. Na, ich kann das jetzt aus der jetzigen Situation analysieren, aber damals hat man ja das nicht begriffen. Die Kunst war für mich die Rettung, geistig, seelisch, ja, körperlich. Es war eine Passion, die nicht zu erlöschen war. Das ist 35 Jahre her, das Bild. Der Rose ist älter als fast nicht. Komm mal, ich dachte, ich nenne mich auch noch Leonardo da Vinci, also Nejo da Vinci, so Verarschungen. Da war es, ich glaube, 16 oder 17, weiß nicht. Es war eine der ersten Aktionen, die auf der Leinwand stattgefunden haben. Graffiti-Künstler malen das eigentlich auf die Wände und ist vergänglich. Und wir haben gesagt, so, okay, wir werden mal auf Leinwände malen. Ich halte meine Vergangenheit. Danke, dass du darauf aufgepasst hast. Ich habe mich gar nicht daran erinnert. Diese Jungs haben damals dieses Bauchgefühl gehabt, nicht gewollt zu sein. Und dieser nicht gewollt sein hat eine Wutursache. Mit dem Wut haben wir agiert und einen Weg geöffnet, um in die Mitte der Gesellschaft ranzukommen. 30 Jahre gedauert. Aber trotzdem, dass diese Jungs haben den Anfang gemacht. Es kam zu Auseinandersetzungen, wenn unsere Eltern herablassend behandelt wurden. Die haben das ja damals sprachlich auch nicht wirklich verstanden. Und das hat denen auch nicht wirklich viel ausgemacht. Auch selbst wenn sie es verstanden haben, sie haben es ignoriert. Weißt du, haben einfach ihr Ding durchgezogen. So. Aber uns fiel das halt schwer, weil wir sind hier aufgewachsen, wir beherrschen die Sprache. So, weißt du? Und wenn du dann merkst, wie deine Eltern herablassend behandelt wurden, dann rastest du halt aus. Und dann haben wir die Leute wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. So. Ja, da infolgedessen haben wir halt auch viele Anzeigen kassiert. Es gab auch so einige Probleme. Wir haben zum Beispiel Strafarbeiten bekommen. Einige von uns sind halt auch in Gefängnissen gelandet. Ich war im Gefängnis beide Male, also einmal im Jugendgefängnis, einmal auch in der JVA Moabit. Vielleicht mal wegen Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Ich habe mich gerne geprügelt. Wie gesagt, ich bin ein intensiver Mensch, ich berühre immer gerne alles. Das war. Diesen Raum, wenn ich eintrete, dieser Schweißgeruch, den man hier sich erarbeitet hat, hier bin ich, hier hat es bei mir alles angefangen. Ich bin hier deutscher Meister im Kickboxen, Europameister im Kickboxen, Weltmeister im Kickboxen geworden. Durch Freunde bin ich zum Kampfsport gekommen, weil die meinen, du bist schnell, du bist mutig. Warum machst du keinen Kampfsport? Eigentlich sollte ich Fußballer werden, weil mein Vater Fußballtrainer war früher. Aber weil ich meinen Vater sehr früh verloren habe, mit 13, da war ich 13, Übergang zu 14. Ja, dann habe ich keine Lust mehr gehabt, Fußball zu spielen. Meiner Meinung nach, der Sport betreibt, egal welche Sportarten, du kommst von der Straße weg. Es hat mir geholfen, von der Straße wegzukommen. Okay, wir haben nicht was Schlimmes gemacht, aber trotzdem, du wurdest als Gang gesehen, als brutaler Bezirksgang. Es ist immer gut, wenn man dann natürlich Sport betreibt.
Und dann würde ich die Mousse-Grundmasse mitnehmen, dass ich da halt nur Gelatine ranmachen muss, geschlagene Sahne und fertig ist es. Okay? Das große Problem in der Küche dieser Qualität ist es, dass es nicht um Minuten geht. Wir wissen hier, dass es hier um Sekunden geht, dass der Kaisergranat von perfekt glasig auf einmal zu durchtrocken und damit eben auch in der Bewertungshierarchie mindestens eine Liga nach unten fällt, was auch bedeutet, dass deine Preise um eine Liga nach unten fallen, dass das Interesse der Gäste um eine Liga nach unten fällt, dass du auch nicht mehr ganz so viel Angestellte haben kannst, deine Wirtschaftlichkeit nach unten fällt. Also es hängt unfassbar viel dran. Das hier ist Champions League. Das muss man wollen. Jeden Tag. Man muss das lieben. Die Küche war Ende der 80er, Anfang der 90er ein widerwärtiger Ort der Aggression und der Gewalt, wo Drogen- und Alkoholkonsum, um den Stress, den du in so einer Küche hast, zu kompensieren. Ich bin da reingekommen und mich hat das nicht beeindruckt. Wenn du einmal in der ersten Reihe gestanden hast und so mit 50 36 Boys gegen 60, 70 Giants angetreten bist, dann ist dir das egal, ob dein Küchenchef mit der Pfanne irgendwo draufhaut oder dich anschreit, weil du siehst den Typen an, du siehst seine Augen und du siehst, dass er schwach ist. Du weißt, dass er dir keine hämmern kann und dass du stärker bist und dass du ihn umhaust. Und du nimmst das auch nicht ernst. Und das hat mir geholfen. Ich habe einfach in dieser Küche vom ersten Moment an funktioniert. Wir befinden uns hier auf dem Marianplatz. Hier wurde eine Leinwand aufgebaut, Lautsprecher und so und ein Projektor. Und dann wurde hier direkt dieser Film Juice vorgeführt. Es war so faszinierend. Damals war diese Kultur vom Freiluftkino noch nicht verbreitet. Und es wurde hier vorgeführt und als Jugendlicher stand man davor und hat diese Rapper gesehen in diesem Film. Es war einmalig. Das war einer der Schlüsselmomente für mich, wo ich gesagt habe, ich muss auch Filme machen, die hier einmal vorgeführt werden. Ich bin gerade in einem Projekt, der hier bald starten soll. Es ist ein spannendes Moment, wo man zum ersten Mal in Babelsberg drehen kann. Und darauf freue ich mich sehr. Ich habe eine Familienserie gemacht. Und Gangs haben nicht die Rolle gespielt, die wir jetzt hier thematisieren. Es waren eher Eltern, die eben Kinder hatten, die Tänzer sind. Aber natürlich, ich will irgendwann mal, klar, unsere Geschichte verfilmen. Mein Glaube bedeutet mir sehr viel. Es gab schon oft sehr extreme Momente in meinem Leben, wo ich halt von meinem Glauben profitiert habe. Ja, ich versuche mich an die Gebote des Korans zu halten, ein guter Mensch zu sein, zu helfen, ein Fesser überall ansprechbar zu sein und irgendwie bei Problemen da einzugreifen und zu helfen und zu schlichten, zu machen, so wie es mir halt mein Glaube auch vorsagt. Dass ich jetzt hier einen Auftrag von einer großen Baustofffirma bekommen habe, bedeutet ja unter anderem, dass wir uns durchgesetzt haben mit Graffiti und dass sie inzwischen akzeptiert wird. So. Und sich auch als Kunst- und Ästhetikform durchgesetzt hat. Das finde ich gut. Ja, beim Sprühen habe ich halt eine Freiheit, mich selber auszudrücken, Farbe an die Wand bringen. Das ist ja manchmal, macht glücklich. Die waren ganz unten und dann gab es halt so eine Mittelschicht und dann noch mal eine Oberschicht. So, die war sowieso immer noch ganz weit weg. Aber zwischen Mittelschicht und uns war halt eine dicke Betonschicht. So, haben die sich eingerichtet so, und wir waren für ganz unten vorgesehen. So, und wir waren die Generation und auch die Crew, die diese Schicht aufgebrochen hat und sich in die Mitte geboxt hat. Arabir, Arabir, das so. Kreuzberg, Berlin, Kreuzberg, küçük İstanbul.